So, Männer, auf ein faires Spiel. Monsters of Kreisklasse. Das Spiel Borussia Hodenhagen gegen Karneval wird Ihnen präsentiert von Bitburger. Ja, bei mir ist der Trainer, Wolle Grassmann. Wolle, in der ersten Halbzeit hat sich die Borussia ganz schön zum Narren halten lassen. Ne? Ja gut, ich sag mal so, vorne ist uns nichts geglückt und hinten wurden wir hart gefaul. Zweite Minute, der Karnevalsprinz gibt ab auf die sexy Krankenschwester. Schöne Flanke und das Funkelmarbichtchen haut ihm Wolle rein. Ja gut, ich sag mal so, gestrecktes Bein bis hin zur Hacke, Schiri pfeift nicht, das ist komisch. Dann in der 14. der Karneval in Venedig auf den Karneval in Rio. Der macht brasilianisch Flanke, aber dann das völlig unnötige Foul von Kevin an dem lustigen Pferd. Da hat er das rote Pferd ganz einfach umgeholzt. Und alle! Halt die Fresse! Okay. Also mir hat der Kevin gesagt, er hat nichts gemacht, aber faul ist, wenn der Schiri pfeift, ne? Ja, runter vom Platz jetzt, hey, Abmarsch. Aber wieso denn? Nee, runter vom Platz, aber sowas von. Hast du nichts gemacht? Nee, runter jetzt. Hodenhagen, ab da in Unterzahl. Weiter ging's, der Angela Merkel Motivwagen im Doppelpass mit dem Donald Trump Motivwagen. Ja gut, wie die da die Kamelle in den Rücken der Abwehr werfen, das ist natürlich Weltklasse. Der Dirk lässt sich doch ziemlich vernaschen. Dieser Ball auch drin, ne? Solomon Reilasse! Das Spiel schien gelaufen, aber dann in der 60. Minute ihr genialer Schachzug. Ja, ich wusste, diese verordnete Fröhlichkeit hält eh nur bis Aschermittwoch. Mal ein bisschen nachgeholt. So. Naja. Ja, gut, das Spiel haben wir es. Oh, ich muss schon. Ja, Und ab da war dann der Haller-Durchmarsch bei der Borussia. Hey. 5 Tore durch Gemba und Heitschan zum 5-2 Endstand. Hey. Damit zurück ins Studio. Kölle, hello, schöne Frau. Ich bin Mario, der Fußballspieler. Kann ich Sie zu einem Chili-Korn-Karneval einladen? Halt die Fresse. Okay. Das Spiel Borussia Hodenhagen gegen Karneval wurde Ihnen präsentiert von Narship. Alle 11 Minuten übergibt sich ein Single bei Narship.